Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier. Mein Name ist Irmgard Anna Bronder. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder den Weg hierher gefunden habt und ich habe einen wunderbaren Menschen heute nochmal hier für euch eingeladen und wir sprechen heute über das Thema: Jeder Mensch hat ein inneres Kind, ein Schlüssel, um Gesundheit zu erfahren. Und ich sage ganz, ganz herzlich Hallo zu Rudi Alexander Daniel nach Taubenheim. Hallo lieber Rudi, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um hier unsere Community zu inspirieren mit wundervollen, ja, bereichernden Themen. Ja, hallo Irmgard, hallo ihr Lieben. Jeder Mensch hat ein inneres Kind, Rudi. Was sind deine Ansatzpunkte dazu? Wir haben alle schon mal was davon gehört, glaube ich, oder die meisten. Da gibt es ein inneres Kind, das da in uns wohnt, das auch Botschaften für uns hat. Und was sind deine Ansatzpunkte denn dazu? Ja, also ich finde es ein ganz spannendes Thema. Das ist möglich, da Heilung zu erfahren, wenn wir in der Lage sind, dem inneren Kind zu begegnen. Also das, was wir einmal waren, nicht mehr sind. Also jetzt sind wir erwachsen und haben ganz andere Möglichkeiten, mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber damals, als wir klein waren, da war das nicht so einfach. Da hatten wir nicht so diese Möglichkeiten, in der Gesellschaft zu bestehen. Da waren wir abhängig von unseren Eltern, von den Erwachsenen und so weiter. Und dann haben wir als innere Kinder haben wir ganz bestimmte Dinge erfahren. Wir haben ganz bestimmte Dinge gehört, ob wir gut sind oder schlecht sind, ob das, was wir machen, richtig ist oder falsch ist, und haben dann versucht, uns in irgendeiner Form zu orientieren. Und da sind Glaubenssätze entstanden, die unser Leben dann geprägt haben. Die werden dann über unser Unterbewusstsein weiterentwickelt, bis manchmal ins hohe Alter, wenn wir es nicht geheilt haben. Mhm. Und diese Glaubenssätze prägen uns. Also die Strategien, die wir als kleine Kinder entwickelt haben, also wenn zum Beispiel so eine klassische Sache, dass ein Junge nicht weinen soll, also er soll letztendlich seine Gefühle nicht zeigen, und dann versucht er, das in eine Strategie zu entwickeln und seine Gefühle nicht zu zeigen, und dann hat er die gleiche Strategie noch bis ins hohe Alter. Er zeigt seine Gefühle nicht, oder Mädchen ist oft, dass sie ihre Kraft nicht meinen, leben zu dürfen, weil sie als kleines Kind auf den Baum rumgeklettert sind. Genau. Dann leben sie ihre Kraft nicht. Und das sind alles so Sachen. Und wenn wir das als Erwachsene erkennen, ja, und uns bewusst machen, dass das so ist, dass es so eine mentale Ebene ist, die dann greift, und eine energetische Ebene, die dann greift, wenn wir das erkennen, dann haben wir die Möglichkeit, es auch Stück für Stück aufzulösen. Also man kann nicht einen Schalter umlegen, weil wir wurden ja geprägt durch viele Jahre, aber wir können uns das bewusst machen und dann sind wir in der Lage, auf der bewussten Ebene, das heißt also als Erwachsene zu handeln, sind wir in der Lage, das auch zu heilen. Ja, mir sind da gerade so zwei oder ein klassischer Glaubenssatz, der, glaube ich, ganz, ganz tief in fast jedem Mann verankert ist: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Das ist so das Klassische. Und wie du schon angesprochen hast, bei uns Frauen, wir wurden dann oftmals einfach, ja, zurechtgewiesen, wenn wir uns mal ganz wild da mit Jungs auf den Bäumen rumgeklettert sind und da in unserer vollen Kraft und Energie waren. Und haben dann einfach gehört, hey, so benimmt sich aber kein Mädchen. Ne? Genau, genau. Und dann machen wir natürlich als Erwachsene die Erfahrung, und das ist das Gegenteil von Heilung, dass wir als Erwachsene dem kleinen Kind gegenüber in uns, also bei mir, der erwachsene Rudi, dem kleinen Rudi, oder die erwachsene Irmgard, kleine Irmgard, dass wir unser inneres Kind genau so behandeln, wie unsere Eltern es behandelt haben. Mm. Ja? Mm. Und dann zementieren wir das. Yeah. Ja? Und es geht also wir können das einfach jetzt nur skizzieren, aber so eine Möglichkeit in Richtung Heilung wäre beispielsweise, dass ich mich mit meinem inneren Kind, also ich jetzt sag ich mal mit dem kleinen Rudi, aus ganzem Herzen verbinde. Ja, und dann spüre ich mal rein im Kontakt mit dem kleinen Rudi, was braucht der kleine Rudi? Oder was hat er damals nicht bekommen? Was hat ihn damals verletzt?
Ja, was, unter was hatte er gelitten? Oder was hatte er gerne gemacht? Aber er konnte das nicht umsetzen im Leben, weil es ja in Anführungszeichen nicht in Ordnung war. Also dann kann ich das spüren und in Kontakt mit dem kleinen Rudi. Und dann kann ich dem kleinen Rudi jetzt im Nachhinein, der kleine Rudi gibt es ja nicht mehr eigentlich, gell? Ist ja nur die nicht geheilte Ebene in uns. Und dann kann ich dem kleinen Rudi energetisch und mental das geben, was der kleine Rudi von seinen Eltern zum Beispiel nicht gekriegt hat. Also das ist so eine ganz powervolle Möglichkeit, um Heilung zu bewirken. Und dann kann man auch durchaus selbst, die das Zutrauen und die Rückenstärkung haben, das auch selbst mit sich einfach mal zu machen und mal ganz neugierig, auch mit Leichtigkeit vielleicht auch mal rangehen, mal Kontakt aufzunehmen mit dem kleinen inneren Kind und mal schauen, was da einfach geschieht. Also meine Erfahrung ist, dass das ganz bewegende Momente sein können, wo auch schon mal ein paar Tränen fließen, weil man einfach so berührt ist, dass das funktioniert. Und weil man auch davon berührt ist, wie das kleine Kind sich auch darüber freut. Sind das auch so deine Erfahrungen in der Richtung? Ja, also am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang kann es aber auch sein, dass der kleine Rudi, also wenn wir jetzt so Kontakt aufnehmen, der Meditation zum Beispiel, beispielsweise, dass der ein bisschen kritisch ist, weil er denkt sich, der große Rudi, der hat sich jetzt über Jahre und Jahrzehnte nicht um mich gekümmert und jetzt kommt er auf einmal angedackelt, ja. Und ob ich dem über den Weg trauen kann. Also da geht es darum, ganz behutsam das aufzunehmen. Aber dann ist der kleine Rudi, also dieses Nicht-Geheilte, ist natürlich hoch erfreut, ja, und emotional berührt, dass er endlich das bekommt, was er meinte, nie bekommen zu haben und was er dann auch immer wieder eingefordert hat bei dem erwachsenen Rudi. Das Problem bei der inneren Kindarbeit ist, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es da einen kleinen Rudi gibt und einen erwachsenen Rudi. Also ein kleines Kind und den Erwachsenen. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir sind das. Aber das innere Kind spricht durch uns. Das innere Kind gibt uns ganz bestimmte Gefühle. Ja? Und wir haben aber so das Gefühl, das ist nicht mein inneres Kind, weil wir haben nicht immer das Bewusstsein, dass es das innere Kind ist, was da gerade in Erscheinung tritt. Also wenn wir ein Wort hören und werden getriggert und gehen ziemlich an die Decke deswegen, dann ist es nicht der weise alte Rudi oder die weise alte Irmgard, die da getriggert wird, sondern das kleine Kind in uns. Ja, also das wäre auch ein wichtiger Schritt, dass wir eine Unterscheidung, dass wir lernen zu erkennen, wer ist das innere Kind, was ist das innere Kind, was jetzt in mir zum Leben erweckt wird durch eine bestimmte Bemerkung oder bin ich das? Und das geht eben durch diese Selbstbeobachtung, ne? Dass ich mir einfach jetzt zum Beispiel, wo du, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, jetzt diesen Beitrag hier hörst oder siehst, einfach für dich mal die Entscheidung triffst, ich fange jetzt an, mal mich mit meinem inneren Kind auf eine leichte, sanfte Art und Weise zu beschäftigen, nimm es einfach mal wahr. Und dann geht es letzten Endes ja drum, das ist ja auch jetzt ganz klar und deutlich daraus hervorgegangen, Rudi, dass man damit dann einfach auch die Verantwortung für sich selbst übernimmt, ne? Als erwachsene Person. Genau. Ja. Es gibt natürlich noch einen Aspekt, den das sollte man nicht unerwähnt lassen, bei der inneren Kindarbeit. Das innere Kind ist ganz stark gekoppelt mit nicht geheilten Erfahrungen und dann daraus, wie wir das jetzt erzählt haben, da werden ganz bestimmte Strategien dann ergeben sich daraus und werden entwickelt. Aber es gibt noch eine andere Ebene und das ist das innere Kind, was ganz nah ist an anderen Ebenen. Also ist ganz nah an der Astralwelt oder ist ganz nah mit dem eigenen Schutzengel verbunden. Mhm. Ja, und dann Kinder können ja auch den Schutzengel oft sehen mit 2 Jahren oder 3 Jahren, muss man auch ganz nah an dieser Ebene sich befinden. Und da kann die Erwachsenenwelt in der Regel auch nicht so richtig damit umgehen. Und also das ist auch so eine Qualität. Und dann und es geht immer bei der inneren Kindarbeit auch darum, wie wir als Erwachsene reagieren. Und wenn wir als Erwachsene dann an diese Ebene kommen, also spirituelle Ebene, dass wir versuchen,
mit Kontakt aufzunehmen mit unserem Schutzengel oder mit der Astralwelt oder was weiß ich was, egal, mit irgendwelchen Ebenen, die nicht zu unserem Alltag gehören, dann hat es natürlich noch eine ganz andere Kraft, als wenn wir das als kleines Kind machen. Ja. Weil es gekoppelt ist mit unserem Erwachsenenbewusstsein. Ja. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Und deswegen, also wenn ich beispielsweise Seminare zum inneren Kind mache, da heißt es immer innere Kind und weise alte Frau, weise alter Mann. Ja. Ja, weil das einfach diese bewusste Ebene ist, wo das innere Kind Kontakt aufnimmt in dieser Welt, in den ersten Lebensjahren, und dann geht es verschüttet, dann wird es verschüttet und dann kommt es aber wieder zum Vorschein, eventuell, wenn man so einen spirituellen Weg einschlägt, und dann aber mit einer ganz anderen Qualität. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, das nochmal betonen. Ja, wunderbar. Lieber Rudi, vielen Dank, dass du deine Gedanken hier mit uns geteilt hast, und ihr Lieben, danke für euer Dabeisein. Für dich, fühlt euch eingeladen, euch jetzt wirklich mal so ein bisschen mit dem inneren Kind auf eine leichte Art und Weise zu beschäftigen, und dann werdet ihr merken, wie gut euch beiden das tut, sowohl der erwachsenen Frau als auch dem erwachsenen Mann und eben auch dem kleinen Kind. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, schicken ganz liebe, sonnige Grüße und schicken euch eine herzliche Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard und Rudi. Tschüss. Tschüss.